Also, was Neues zum Bernstein? Nein, tut Woher mir leid. Woher kenne ich die Stimme? Aber mein Helferlein stiftet ordentlich Unruhe. Alles wird laufen wie geplant. Solange du deinen Hund unter Kontrolle behältst? Der tut nichts. Glaub mir. Schön. Behalte ihn. Aber beschwer dich nicht bei mir, wenn er dich beißt. Tja, mit wem macht sie wohl Geschäfte? Verstehe. Wieder entführt. Super. Vor allem, sie hat das Funkgerät nicht mehr umgestellt. Meinen Rat befolgt? Ada? Sicher nicht, also würde dich das interessieren. Wie es aussieht, geht's im Thronsaal gleich zur Sache. Babysitten nervt, hä? Hey, Ada? Ada! Super. Finde ich auch super. Immer noch dieselbe. So, Sabania. Mach die ganzen Sachen von Ashley. Sehr schön, dann können wir ja jetzt einsetzen. Oh, 26.000. Nehme ich mit. Neues Kapitel. Vielleicht neue Waffen. Ich hab da was, das könnte dir gefallen. Echt? Willkommen. Ich hab was Neues für dich, Partner. Ah, dafür lasse ich einiges springen. Na dann, was kann ich für dich tun? Neues zum Tauschen hat er Wie nicht. Bitte? Okay. Wo wir unsere Ware herhaben? Das willst du nicht wissen, Partner. Warum denn nicht? Auch ein Messer braucht hin und wieder etwas Pflege. Könnte zwischen Leben und Tod entscheiden. Meine Waren sind in einem Top. Na dann, viel Spaß bei der Zubereitung. Ah, die Striker. Eine halbautomatische Flinte. Damit ballerst du in 0, nichts ein ganzes Feuerwerk auf dein Gekommen. Jeder. Oh, geil, Omatico. Echt. Zeit wie. Schnellzugriff. Eine größere Leistungssteuerhandgranate, ja. Willkommen. Wofür kann ich dich begeistern? Beim nächsten Mal. Na. Mal kurz umgucken. Ich will aber eigentlich noch beim Mausoleum hier das alles anschauen, ne? Des ja, einen Knarre des ich anderen macht keinen Sinn. Ist hier drin noch was jetzt so? Gut. Warte mal, ist die Tür offen? Achso, da war ja schon offen. Ja, stimmt, das ist der Speisesaal. Oh nein, die Flintenmunde ist weg. Hat er nicht. Oh. Oh nein. Eine übermächtige Bedrohung. Aha, noch ein Ritter. Habe ich denn... Ich habe natürlich keine Blendgranaten mehr. Schnellzugriff hier unten. Ist jetzt getauscht? Ja, ist getauscht. Warte mal. Einen Momentchen mal. Nee, da geht's dann erst lang. Erstmal hier Mausoleum.
So, dann gibt es ja hier noch irgendwo die Ratte. Platz schaffen. Warte mal, ist vielleicht so effektiver, oder? Ah, das ist effektiver. Nur ist für mich. So. Geradeaus. Mausoleum geht's runter. Bibliothek, hier hatten wir noch. Ah, stimmt. Der Schrank mit der rechteckigen Vertiefung noch. Da oben gab es noch einen Mist. Ist das Mausoleum oder erst die Bibliothek? Hinten, dann hoch. Jetzt darum. Ja. Striker vielleicht gleich noch tunen sollen. Mal gucken. Nee, halt. So. Na, Katzi, Tatzi. Ein Goldlux. Na, toll. Wieder andere Edelsteine, die wir nicht haben. Nur eine Abkürzung schaffen. Na gut. Ha, einsame Spitze, Fremder. Ich hab nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Spezialupgrade. Es gibt Sparen, Dinge, die kann man nicht mit Geld kaufen. Aber ihr Schießpulver, da könnte ich noch Magnum-Munition machen. Gut, wir gucken mal, was die Striker zum Tune. Boah, steht. Eine gut eingestellte Waffe kompensiert mangelndes Können, Partner. Ja, preislich. Langsam verstehen wir deinen Geschmack, Fremder. Gut ihr das, na, nicht Fremder. Stirb mir da draußen nicht weg. Ja, gucken wir mal. Mausoleum. Doch sagen, dass ich erst das Mausoleum mache.
Hey, wartet mal. Doch, doch, doch. Ich höre erstmal noch die verschlossene Truhe. Zwei hier oben. Da. Die Seite. Und drehen. So, ich habe kein Platz. Was? Ein Sturmgewehr. What the fuck? Oh Mann, oh. Passt alles nicht. Ja. Toll. Ah, warte mal. Kann ich gleich einsetzen vielleicht? Ja. So gefährlich seid ihr gar nicht. Hier zurück, dann geht's mal leer runter. Echt nur das bisschen Pistolenmunition? Ach, Rohstoffe. Gucken wir mal. Naja, da steht er schon. Okay, Zeit für einen Tritt in den Blecharsch, Jungs. Ich muss erstmal bei euch das wegkriegen, ne? Bitte, bitte, bitte. Ah.
Alter. Okay, der hat das Teil hinten, ne? Ja. Okay. Komm. Jetzt. Wir hatten ja noch die erste Hilfe-Sprays, Mensch. Die ich ja gar nicht. No, Leon kommt da gar nicht durch. Gut. Sechs? Oh nee, echt? Naja, gut, was soll's. So, dann haben wir noch
2 von der Sorte. Ja, 41.000 lassen wir so. Wait, wartet mal, wenn ich... Rot hin mit dem Gelben. 5.000 weniger. Ne? Der Gelbe ist so schön wertvoll. Aber Moment. Wo sind denn hier? Ah, hier genau. Gelb, lila. Ich doch den roten. Roten weg. Ich brauche mal für 5-fach. Behalte ich den gelben, den grünen Gebrauch behalten. Ja, doch, lassen wir so, wie es ist. Oh, andere Seite. Ich vergesse das jedes Mal. So. Nur geradeaus eigentlich, ne? Ja, ja, ja. Eigentlich, aber ich gehe mal noch hier. Sorry, keine Absicht. Komm hoch. Lass das da fallen. Ganz schnell. Das ist der letzte, ha? Huh? Hallo? Berg? Zinten, wa? Ah, da hinten. So, der letzte Spinell. Und der nächste Teil wird scheiße. Ich sehe, du hast dich um. Alle Achtung! Auf dich kann man sich wirklich verlassen. Aber natürlich. Gute Arbeit, wenn ich das mal so sage. Oh, was kann ich dir Gutes tun? Danke. Ich würde das Spezial-Upgrade-Ticket eigentlich gleich haben. Oh, Mann. Mein Rücken bringt mich um. Ja, ja. Die Jahre sind wohl kaum jederzeit wieder. So, Aufbewahrung. Macht wahrscheinlich keinen Sinn. Ding hier. Und weiter geht's. Ich hole mir noch schnell die Flintenmunition. Gib mir gerade ein. Noch einer drinne? Hä? Ja? Andere Seite.
Und dann hockt jetzt wieder einer. Oh ja, erzähl dir schön. Na, warum sollte ich mich um die kümmern, wenn da eh keiner... Naja, der da ist. Zölle! Jetzt kommen wir noch nicht hier durch, oder was? Hä? So, lebt er noch? Raus, da sitzt ein Rabe. Wahrscheinlich nicht. Herstellen, bist du Mädchen? Vor 12, ne? Naja, hier. Chroniken der Arbeit 1. Juli, 2 Jahre nach meinem Erwachen. Ramon, mein über alles erhabener Herr und Gebieter, hat mir die wahrlich rechtschaffene Aufgabe erteilt, die Schwächen unserer menschlichen Form zu überkommen, nach Perfektion zu streben, wie wir sie in unseren gliederfüßigen Geschwistern beobachten. Okay, ich werde diese Sache bereitwillig meinem Leben widmen. Januar, 4 Jahre nach meinem Erwachen. Mein Erfolg steht und fällt mit der Frage, ob ich die schwarze Flüssigkeit erfolgreich in den menschlichen Körper übertragen kann. Die Gebärmutter ist der Schlüssel. Reine Seelen haben sich als äußerst formbar und anpassungsfähig erwiesen. Januar, 6 Jahre nach meinem Erwachen. Ich habe die heiligen Larven, die die Auserwählten in unsere Gebärmüttern tragen, nach mir benannt. U2. Sie sollen das Ansehen meines Familiennamens tragen, ganz als ob ich sie aus meinem eigenen Fleisch geboren hätte. Die U2 haben nun in etwa die Größe eines erwachsenen Menschen und sie fressen und vermehren sich ohne Unterlass. Ich habe erfolgreich eine neue Spezies erschaffen. Mein Herr hat meine Bemühungen gewürdigt und mir sein Lob erteilt. Er hat Gefallen an der U2 gefunden und nennt sie Novistadores, die Ungesehenen. Mir wurde mitgeteilt, dass sogar seine Heiligkeit Lord Sadler höchstpersönlich seine Zufriedenheit mit meiner Arbeit Ausdruck verliehen hat. Welch große Ehre. Ich kann durch den Schleier meiner Freudentränen kaum erkennen, was ich schreibe. Sein treuer Diener Isidro Uriarte Talavera. Okay. Schön. Oder auch nicht, was er sagt. Dann müssen wir mal gucken. Hier irgendwo so eine Viecher? Sehe es halt nicht. Hier hinten ist eine Leiter. Weiß nicht, ich muss darüber hüpfen. Sagen. Also wenn hier irgendwelche Viecher sind, sind sie gut versteckt. Ah, da. Ehrlich, Ramon. Hat über den Kammerjäger nachgedacht? Hat er nicht. Hm.
Gute ist ja, dass die echt schnell platt gemacht werden können. Na denn, meiner. Sehen hinter mir? Noch mehr? Hinter mir einer oder was? Der Thronsaal. Hier lang? Oder hier sind wir. Möchte man irgendwie ein gelbes Kraut irgendwie, oder? Ah, hier. Öffnen, danke. Nicht schon was herrscht. Ja. Ich glaube. Nee, eins fehlt noch. Mist. Mann! Im kleinen und im Groß gibt's die scheiß Viecher, ey. Shit. Komme ich da nicht rein? Du bleibst schön unten liegen. Götze. Shit, meine Schutzweste. Scheiß auf deine Schutzweste. Thank you.
Warum denn? Mann, ey. Da ist ein Händler, Mann. Ich will da rein. Der Händler heißt Speichern. Aber trotzdem mal kurz zum anderen zurück. Jetzt müssen wir das auch doppelt aufmachen, muss ich ja mal. Oh, willkommen! Oh, was kann ich dir Gutes tun? Weiterhin viel Glück, Fremder! Mhm. Ein Skarabäusus, Lapis Lazuli und Gold lässt sich sicher verkaufen. Im Grab, besten Dank, komm jederzeit wieder. Im Grab, besten Dank, komm jederzeit wieder. So, Thronsaal. Kann ich ja dann wahrscheinlich nur mit rüberfahren. Ich hasse die Viecher. Ach, da war noch eine Kiste. Nee, die ist kaputt, die ist schon kaputt, okay. Oh, irgendwie ein grafischer Bug war, dass hier die zerbrochenen Hasen noch und so rumstehen. Ja, halt, von hier bin ich ja gekommen. Ein erste Überschwellung. Ah, hier ist ein Hebel. Gut. So, nu? Aber ich bin ja den hoch. Also, ach, ich muss ja die andere Seite auch noch. Verdammt. Auf der einen Seite bin ich runter. Dann muss ich hoch machen. Ah, ich will da durch. Binde dich. Binde dich.
schreien die, wollt ihr Scheißviecher? So. Jetzt außen rum zum, ja, bitte. Zum Händler. Ich würde schon gerne jetzt hier drüben noch zum Händler. Gerade gar nicht. Es sah ja aus, als ob man da eine Gondelbahn benutzen müsste, um dahin zu kommen. Naja. Muss ich nochmal gucken? Dahin. Ich würde mal nochmal zwischenspeichern gehen, Freunde. Für den Fall, dass wir jetzt hier gleich zum Finale kommen, weil das will ich eigentlich, also Boss-Finale. Ich hoffe es ja eigentlich eher nicht. Ich hoffe, dass man hier draußen nach unten kommt. Da oben. Dem scheint ja nicht so. Ach, meine. Die falsche Abhebung? Jo, falsche Abhebung. Oh, Freunde, ich sehe gerade, Mensch, wir sind schon wieder am Ende einer Folge angekommen. Ja, dann verschieben wir das aufs nächste Mal hier. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr dabei wart. Hoffe, ihr schaltet natürlich wieder ein. Willkommen! Na dann, was kann ich für dich tun? Geh sorgfältig damit um. Mach ich. Angenehme Reise. Und ja, lasst einen Daumen rum da, schreibt was in die Kommentare, empfehlt mich gerne weiter. Und bis zum nächsten Mal.